Wenn du auf YouTube nach Hilfe suchst für deine Situation mit Frauen, für die Tatsache, dass keine Frau dir antworten möchte oder dass, wenn sie dir antwortet, dass du das Gefühl hast, dass ihr Interesse immer mehr schwindet oder weil die Frau, die du magst, in die du verliebt bist, nichts von dir wissen möchte oder, vielleicht bist du einfach nur an einem Punkt, wo du sagst, ich hätte gerne mehr Selbstbewusstsein, aber ich krieg's nicht hin. Dann musst du eine Sache verstehen. Und das ist, dass all diese Videos, all die Hilfen zwar lieb gemeint sind, aber letztlich nur von einer Tatsache ablenken. Dass du schon längst alles in dir hast, was du brauchst. Mein Name ist Andy Friday. Ich bin Flirtcoach für Männer mit Herz. Wahrscheinlich fühlst du dich angesprochen. Das heißt, ich helfe Männern wie dir seit über 10 Jahren persönlich. In meinen Coachings, bei den Flirt-Spezialisten, der Flirt-Masterclass, bei der Seduction Mastery. Ich habe ein Team, da sind mittlerweile schon 3 andere Coaches, die mich dabei unterstützen, die alle Experten in ihrem Bereich sind. Sei es Online-Dating, sei es Anziehung aufbauen und Flirten, Selbstbewusstsein und so weiter und so fort. Aber alles, was die Männer bei uns im Coaching lernen, kann ich dir hier und jetzt in einem Satz sagen. Du bist genug. Es wäre schön, wenn mein Job überflüssig wäre. Ernsthaft. Das wäre cool. Dann könnte ich mich mit ganz anderen Dingen beschäftigen. Ich gehe zum Beispiel seit einiger Zeit reiten. Ich gehe tauchen. Ich liebe tauchen. Ich hätte echt gerne einen Pilotenschein. Kommt vielleicht auch noch. Ich liebe Filme. Und die erste Karriere, die ich hatte, waren Filme. Ich habe in Hollywood gearbeitet. Ich habe eigentlich so viel zu tun, was mein Herz mit Freude erfüllen würde. Aber ich bin hier und ich rede mit dir. Warum mache ich das? Weil hier mehr Geld zu holen ist? Ich bitte dich. Wir haben Finanzkrise, Menschen haben Angst. Menschen haben Angst vor Krieg, Menschen haben Angst davor, dass die Inflation uns alle auffrisst. Diesen Job, den mache ich nur aus einem Grund. Um Menschen dabei zu inspirieren, mehr zu lieben. Und wenn du Sorgen hast, Ängste hast oder dich einfach nicht selbstbewusst fühlst, dann darfst du verstehen, dass es allen so geht wie dir. Selbst dem Übercoolen, der so tut, als ob er sein Leben im Griff hat, auch der hat Zweifel. In jungen Jahren dachte ich, was denken nur die anderen von mir? Wie peinlich bin ich gerade? Oh mein Gott, die anderen müssen wahrscheinlich denken, ich bin der größte Verlierer. Dann wurde ich irgendwann 40, Mitte 40, 50 und ich habe mir gedacht, weißt du was, es ist mir langsam egal, was die anderen über mich denken. Scheiß drauf. Ich bin einfach, wer ich bin und ich versuche, derjenige zu sein, der ich bin. Nun bin ich ein alter Mann und ich weiß nun, dass niemand so viel über mich nachgedacht hat, weil sie alle mit ihren eigenen Ängsten beschäftigt waren. Das ist ein ziemlich weiser Satz, eine ziemlich weise Geschichte, denn das, was wir uns immer als Probleme vorstellen, die wir haben, das ist nicht, weil wir diese Probleme haben. Das ist, weil wir Menschen sind. Und wir Menschen sind darauf getrimmt, uns auf unsere Probleme zu fokussieren. Und die größten Probleme, die uns dabei auffallen, sind natürlich bei uns selber. Manche sind besser darin, ihre Probleme dann, nachdem sie sie adressiert haben, auch anzugehen und daraus zu lernen und zu versuchen, sich zu verbessern. Das sind aber nie die Menschen, die dann über andere meckern und andere runterziehen. Denn diejenigen, die über andere meckern und andere runterziehen, die wollen ihre eigenen Probleme nicht zugeben. Die haben so viel, dass sie dann nach außen hin projizieren. Das heißt, diejenigen, die dir helfen wollen, sind wahrscheinlich schon auf bestem Weg dahin, mit Weisheit oder ohne Ego ihre Probleme anzugehen und jetzt anderen helfen zu wollen. Aber wenn du denkst, dass derjenige, der dich dauernd fertig macht, dass der keine Probleme hat, dann hast du dich geschnitten. Und wer macht dich am meisten fertig? Richtig, du selbst. Die Stimme in unserem Kopf,
macht uns von allen anderen Stimmen auf der Welt am meisten fertig. Wir selber sind teilweise unser eigener größter Feind. Das ist eine ziemlich taffe Realisation. Denn das, was du brauchst, um bei Frauen attraktiv wirken, das steckt auch schon längst in dir drin. Und die Stimme, die versucht dir das klein zu reden. Die versucht dir zu sagen, dass das nicht reicht. Dass du noch besser werden musst, noch mehr Mann, noch mehr Alpha. Dass du Frauen so und so behandeln musst. Und dass du irgendwie den Trick endlich lernen musst, den heiligen Gral, wie das Ganze funktioniert. Ich würde dir sehr gerne diesen heiligen Gral geben, wirklich. Kostenlos, natürlich würde ich das gerne. So gut ich das kann, mache ich das auch schon. Aber der heilige Gral ist nicht, was du denkst, dass er ist. Deswegen gibt es Coachings, in denen wir dir das geben, was du meinst zu brauchen. Wir geben dir zum Beispiel einen Leitfaden, mit dem du ganz genau weißt, was du in jeder Situation bei Frauen sagen sollst. Kein Problem. Lernst du bei uns bei den Flirt-Spezialisten. Allerdings wirst du, wenn du dich auf diese Reise begibst, irgendwann feststellen, dass du diesen Leitfaden nicht mehr brauchst. Dass du von dir selber auf die richtigen Worte kommst. Und du wirst irgendwann feststellen, das war schon längst in mir drin. Das konnte ich eigentlich schon immer. Ich habe mich nur nicht getraut. So gesehen ist natürlich unser Job nicht sinnlos, weil wenn du nicht Fahrrad fahren kannst, dann helfen dir erstmal die Stützräder, klar, um einfach Fahrrad fahren zu lernen. Aber nach einer Weile helfen sie dir die Stützräder nicht mehr und du musst sie ablegen, genauso wie die Schwimmflügel. Am Anfang helfen sie, klar, das ist ein Coaching. Das ist zum Beispiel bei den Flirt-Spezialisten die Charisma Mastery. Klar, das hilft. Damit lernst du flirten. Damit lernst du, wie du in jeder Situation souverän mit Frauen reden kannst. Kein Problem. Aber irgendwann merkst du, okay, jetzt will ich mal ohne die Schwimmflügel schwimmen. Ich will nicht die ganze Zeit hier diese Krücken mit mir rumtragen. Jetzt will ich mal frei sein und fliegen und einfach nur das machen, worauf ich gerade Lust habe. Und das ist der Moment, in der dein wahrer Kern anfängt zu scheinen. Durch dich durchzuscheinen und dein eigenes Charisma erweckt wird. Mein Ziel ist, dieses Charisma so früh wie möglich zu erwecken. Das kennen die Männer, die bei uns im Coaching sind, weil die Männer, die bei uns im Coaching sind, die kriegen nicht jeden Tag irgendeinen neuen Spruch an die Hand gedrückt, sondern die kriegen jeden Tag die mentale, körperliche und natürlich auch technische Unterstützung dabei, wie sie selbstbewusst mit Frauen umgehen können und die Frau verführen können, die sie lieben, die sie mögen, die sie schätzen, die sie vielleicht gerade erst kennengelernt haben. Das kannst du schon. Dazu brauchst du mich nicht. Ich helfe dir aber sehr gerne. Und das, mein Lieber, das ist die Wahrheit, die du wahrscheinlich im Internet nur schwer finden wirst. Du hast schon alles, was du brauchst. Und ich gebe dir dafür einige konkrete Beispiele. Als du vor nicht allzu langer Zeit einem deiner guten Freunde bei diesem einen Problem, das er hatte, geholfen hast, weißt du noch, dass er damals dann selbstbewusster war danach? Dass er das Gefühl hatte, dass er das hinkriegen kann? Dass er dankbar war und dass du durch das Gespräch mit ihm vielleicht gesehen hast, was für eine Auswirkung deine Worte auf ihn hatten? Oder erinnerst du dich, als deine Familie, vielleicht deine Mutter, vielleicht dein Vater, dir irgendwann einmal gesagt hat, dass du etwas nicht schaffen kannst? Und dann hast du es probiert. Und irgendwann musstest du feststellen, naja, das stimmt so nicht, ich kann das schon. Und dann hast du dich vielleicht entschieden, es öfter zu machen oder es nicht zu machen. Aber die Realisation, dass andere meinen, du kannst etwas nicht, das hast du erkannt, die stimmt nicht immer. Du erinnerst dich vielleicht, als du dich für diese eine Stelle oder sei es ein Job oder für einen Universitätsplatz beworben hast. Und du hast echt gedacht, dass du es nicht schaffen wirst.
Aber dann hast du es geschafft. Klar, musstest du dafür vielleicht mehrmals auf die Schnauze fallen und hast dabei mehrere Stellen nicht bekommen. Aber letztlich bist du an einen Punkt angelangt, wo du selber gedacht hast, ich habe es geschafft. Hast du es dir selber dann auch wirklich gesagt, dass du es geschafft hast? Hast du dir auf die Schultern geklopft? Oder hast du gedacht, naja, das ist selbstverständlich? Ich kann dir noch mehr Beispiele nennen. Du hast bestimmt in der letzten Woche einem Menschen eine Freude bereitet. Einfach dadurch, dass du da warst. Vielleicht hat dieser Mensch sich gefreut, dich zu sehen. Vielleicht hat dieser Mensch sich gefreut wegen dem, was du gesagt hast. Vielleicht hat dieser Mensch sich gefreut wegen dem, was du getan hast. Aber du hast vielleicht gedacht, naja, so wild war das doch gar nicht. Aber du hattest einen Impact. Du, genau du, hast einen positiven Einfluss auf das Leben eines anderen Menschen gehabt. Und jetzt multiplizier das mal auf all die Situationen, die dir nicht aufgefallen sind. Du hast es verdient, glücklich zu sein. Erinner dich mal an die letzte Situation, in der du glücklich warst. Auch wenn es lange her ist, ist mir egal. Du kannst mir nicht sagen, du warst noch nie glücklich. Erinner dich daran, als du das letzte Mal glücklich warst. Fokussier dich darauf, stell es dir vor. Wie hat sich das angefühlt? Wo in deinem Körper kam eine Reaktion? War es vielleicht warm? War es vielleicht kribbelnd? Und wie hat sich das im ganzen Körper verteilt? Und vielleicht kannst du dir vorstellen, wie diese Wärme oder dieses Kribbeln oder was auch immer du dir gerade vorgestellt hast, was damals in deinem Körper war, wie sich das verteilt und größer wird. Dieses Gefühl kannst du jederzeit haben. Dazu musst du nichts erreichen. Das ist schon in dir. Du musst nicht jemand sein, der du nicht bist, um geliebt zu werden von dieser Frau, die du willst. Du kannst jetzt schon von ihr geliebt werden. Verdammt nochmal, vielleicht wirst du ja schon von ihr geliebt. Ich erinnere mich gerade an den Thorsten, der bei uns im Coaching war und der die ganze Zeit nicht daran geglaubt hat, dass seine eine Arbeitskollegin ihn mag. Und er hat ständig mit ihr geredet, ständig mit ihr geflirtet, er hat sie zurück nach Hause eingeladen, sie war bei ihm und er hat die ganze Zeit daran gezweifelt, dass sie ihn mag. Und diese Frau hätte nicht mehr Klartext sprechen können mit ihm. Sie wollte ihn küssen, sie wollte mit ihm schlafen. Und er hat gedacht, ja, will sie mich verarschen oder ist sie gerade nur traurig, weil sie von dem anderen Mann verlassen wurde? Was geht hier vor? Er konnte es partout nicht wahrhaben, dass diese Frau Interesse an ihm hatte. Wie viele Frauen hatten schon Interesse an dir und du wolltest das partout nicht wahrhaben? Die Blockaden, die wir alle haben, die sind kein Grund zu verzagen. Das könnte man ein Gedicht schreiben. Das kam mir gerade auch selber ein bisschen weird vor, dass sich das so gereimt hat. Aber es ist so, dass die Blockaden, die wir alle haben, kein Grund sind dafür, dass wir denken, unsere Situation wäre einzigartig. Deine Situation ist nicht einzigartig. Verdammt nochmal, es geht ja selbst den meisten Frauen so, dass sie unsicher sind. Glaub mir, ich kenne Frauen. Ich bin Flirtcoach. Ich weiß, welche Ängste, welche Sorgen, welches ständige Hin- und Her-Überlegen Frauen den ganzen Tag mit sich rumtragen. Die haben auch Zweifel, gerade wenn es um Männer geht. Sie sind vielleicht besser darin, ihre Zweifel zu kaschieren. Aber wenn du ehrlich bist, machst du das auch auf deine eigene Art und Weise. Vielleicht redest du dann nicht mit Frauen. Vielleicht redest du mit Frauen auf eine gewisse Art und Weise. Vielleicht ziehst du dir eine Maske auf, weil du denkst, dann kommst du besser an. Irgendwann habe ich erkannt, als ich mich damit beschäftigt habe, wie ich bei Frauen besser ankommen kann, dass tatsächlich dieser alte Spruch, sei einfach du selbst, gleichzeitig der schwachsinnigste Rat ist, den du hören kannst, aber gleichzeitig auch der beste Rat ist, den du hören kannst. Schwachsinnig deswegen, weil keiner dir erklärt, wie du selbst sein darfst. Genial, weil er genau so das ist, was andere an dir schätzen. Sei anders. Sei du selbst.
Anders sein ist nichts Schlimmes. Wir wissen es sowieso, seit Mark Zuckerberg, seit Elon Musk, seit Bill Gates, die Introvertierten, die Verkopften, die Nerds, die könnten die ganze Welt erobern. Und sie schaffen es auch, mit der Frau zusammenzukommen, die sie lieben. Das ist vielleicht nicht das nächste Playboy-Model. Aber wer will schon das nächste Playboy-Model, wenn sie nichts auf dem Kasten hat? Wenn sie nicht die Werte hat, die du möchtest? Wenn sie nicht treu, ehrlich, loyal, intelligent, kultiviert ist? Haben wir dann wirklich Interesse an ihr? Oder haben wir dann nicht vielleicht an der süßen kleinen Nachbarstochter mehr Interesse, die mit ihren gerade mal Anfang 20 oder Mitte oder Ende 20 Jahren dir ein Gefühl auslöst, das sich nicht vergleichen lässt, wie wenn du im Internet irgendwelche aufgeplusterten Models siehst. Und diese Frau, das kann ich dir garantieren, aus eigener Erfahrung und der Erfahrung unserer Teilnehmer, die steht nicht auf den Macho, auf den Alpha oder jemand, der so tut, als hätte all diese krassen Eigenschaften. Du hast all das, was du brauchst, um ihr zu zeigen, dass sie mit dir glücklich sein darf. Verführung ist nichts weiteres als die Kunst, es ihr zu erlauben, sich mit dir frei zu entfalten. Das heißt, Verführung fängt bei uns selber an, indem wir uns es selber erlauben, uns frei zu entfalten. Dein Selbstbewusstsein scheinen zu lassen, dein Charisma, was schon in dir steckt, scheinen zu lassen, ohne auf die Stimmen zu hören, die dir sagen, du bist nicht gut genug. Und das wünsche ich dir, mein Lieber. Denn wenn du scheinst, dann kannst du alle anderen mit diesem Strahlen anstecken. Und da gibt es nichts Schöneres, als zu sehen, wie du Frauen dazu bringst, dass sie ein glückliches Leben führen. Dass sie dir sagen, danke, dass du in mein Leben getreten bist. Danke, dass du mich angesprochen hast. Wort für Wort, der Satz, den die Männer, die bei uns in der Flirt Masterclass oder Seduction Mastery sind, regelmäßig von Frauen zu hören bekommen. Danke, dass du mich angesprochen hast. Entweder nachdem sie geweint hat oder nachdem sie ihm etwas ganz Intimes geteilt hat oder nachdem sie miteinander geschlafen haben. Das ist die Connection, für die es sich lohnt, zu leben und zu verführen. Und das wünsche ich dir, mein Lieber. Du hast es verdient. Du bist schon längst gut genug. Und heute ist der Tag, ab dem du beginnen darfst, an dich zu glauben. So, stell dich mal gerade hin und klopf dir selber auf die Schultern für all das, was du schon erreicht hast. Du bist ein verdammt geiler Typ. Wenn du wissen willst, mit welchem Leitfaden ich dir erklären kann, wie du Frauen ansprichst oder auch einfach nur die Frau, die dich anspricht, dazu bringen kannst, dass sie mehr von dir will und sich mit dir treffen möchte, schlafen möchte und mit dir zusammenkommen will, dann schau dir einfach mal das Video an, was du auf dieser Seite siehst. Ich freue mich auf dich. Bis dann.